Ihr habt ja gerade schon von Pascal gehört, dass er auf der Suche ist nach der Lösung, wie man 20% mehr Umsatz machen kann. Und genau diese Lösung habe ich euch mitgebracht. Nein, totaler Quatsch. Ich habe euch eine kleine Präsentation mitgebracht. Ich will euch ein bisschen was zum Thema Persönlichkeit erzählen, so ein bisschen was zum Thema Mindset. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, was entscheidet am Ende des Tages, ob du als Unternehmerin oder als Unternehmer erfolgreich bist? Du. Nicht dein Marketing, nicht dein Produkt, nicht deine Idee, sondern du. Wie du mit Dingen umgehst, was du tust, was du machst, was so deine nächsten Schritte sind. Dafür habe ich eine kleine Präsentation, die ich einmal draufwerfe, für euch mitgebracht. Und ich will dir einfach ein paar Erfahrungen mit auf den Weg geben aus den letzten Jahren, was ich so getan, was ich so gemacht habe. Und dazu würde ich dir ganz gerne was zeigen. Komm, den holst du dir jetzt. Den holst du dir jetzt. Du brauchst den Kunden, du kriegst den Kunden, du schaffst es. Dein Kunde, visualisiere es. Gänsehaut. Hol ihn dir, Tiger. Bärchen, es hat geklappt mit dem Kunden. Stellst du ein Fläschchen für uns kalt? Heute Abend stoßen wir an. Ja? Küsschen, Bärchen. Bin ich da beim Autohaus Meißner? Der Jaguar, das ist nichts. Das ist leider nichts. Ich bringe Ihnen den Wagen wieder zurück, ja? Bin ich ja bei der Pfandbörse? Die Uhr, die Replika, die würde ich wieder zurückbringen. Ich würde dann mein Fahrrad wieder mitnehmen. Bringe ich gleich vorbei. Okay, danke. Hallo, guten Tag. Ich hatte mir bei Ihnen ein Telefon gekauft vor 13 Tagen. Man hat doch 14 Tage Rückgaberecht, oder? Ja, die würden heute Abend ablaufen. Ich würde das Handy dann zurückbringen. Nee, ich telefoniere nicht mit dem Handy. Das ist noch in dem Karton. Wir enden mal mit diesem sehr sympathischen Gesichtsausdruck. Es beschreibt so ein bisschen die Situation, worüber der Pascal auch gerade schon gesprochen hat, das Blenden, ne? Man hat ja manchmal ein bisschen das Gefühl, dass jeder super krass erfolgreich ist. Jeder hat, so wie ich natürlich auch, einen super Waschbrettbauch. Jeder ist mega stark. Jeder hat ein total geil laufendes Business. Und eigentlich gibt es bei niemandem Probleme. Der Einzige, der Probleme hat und der Einzige, der es nicht auf die Reihe kriegt, bist leider du. Das ist aber leider dann auch dein Problem. Das Interessante daran ist, und ich finde, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen den Humor hinter der Geschichte verstanden von diesem Typen. Da kommt noch ein längeres Video. Der nennt sich übrigens Theobald von Zu sein und haben. Ganz, ganz elitärer, sehr, sehr cooler Typ. Ist, wir vergessen manchmal bei alledem, was wir im Social Media sehen, bei alledem, mit dem wir uns auseinandersetzen, wie schwer es eigentlich ist, als Unternehmerin oder als Unternehmer erfolgreich zu sein. Wie viele Schritte dazugehören und wie viele Rückschläge du einstecken musst. Und du kennst ja diese ganzen klassischen Sprüche. Dann sagt dir irgendeiner, hey, wenn du hinfällst, dann musst du aufstehen. Das ist überhaupt kein Problem. Geh mal weiter, lauf. Aber seien wir mal ganz ehrlich, eigentlich ist es ein riesiges Problem, weil es werden so viele Dinge passieren, die du vorher nicht weißt, wo du nachher das Gefühl hast, hey, hätte ich mal vorher die Lösung gewusst. Und genau darum soll es auch in meinem Vortrag so ein bisschen gehen. Ich will dir ein paar Dinge mit auf den Weg geben, ein paar Sachen, wo ich gemerkt habe, okay, das sind so die entscheidenden Stellschrauben, die entscheiden, ob du erfolgreich bist oder nicht. Die erste Slide, die ich dazu für dich habe, ist, dein Erfolg wird lediglich limitiert von dem, was du in dich selbst investierst oder anders, was du nicht in dich investierst. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass irgendwelche Leute zu mir kommen und sagen, boah, ich will mir ein richtig krasses Business aufbauen, ich will mega krass erfolgreich sein und dann am Ende des Tages aber nicht bereit sind, auch nur einen einzigen Euro oder eine einzige Minute in sich selber zu investieren. Wir denken ganz, ganz schnell darüber nach, okay, wie können wir irgendwie Facebook-Werbung machen? Wie können wir da was machen? Was kann ich da bei Google machen? Aber wir denken eigentlich überhaupt nicht darüber nach, was muss ich denn tun, damit ich überhaupt erfolgreicher Unternehmer bin? Und dabei ist es jetzt gerade egal, ob du jetzt noch Gründerin oder Gründer bist, ob du vielleicht bald erst durchstarten willst, ob du denkst, ey, ich bin mal bei der Contra am Start, weil ich eigentlich noch Angestellter bin. Oder ob du sagst, ich bin schon erfolgreicher Unternehmer und ich suche noch nach Möglichkeiten, mein Business zu skalieren. Der Schlüssel zu diesem Erfolg bist immer du. Und das war und ist auch bei den Kunden, die ich habe, egal ob das eine One-Man-Show ist, die ich in der Beratung hatte, die Marmelade verkauft hat, oder ob ich Startups bei der Höhle der Löwen hatte oder andere, die wir zu achtstelligen, neunstelligen Exits begleitet haben.
Das spielt keine Rolle, weil am Ende des Tages ist immer eine Person entscheidend und das bist immer du. Beziehungsweise nachher natürlich auch dein Gründerteam oder auch dein Team, was dahinter hängt. Und darum ist es eben so wichtig, an sich selber zu arbeiten und auch darüber nachzudenken. Das Problem ist immer, seien wir mal ganz ehrlich, jetzt sagt das jemand, der Mentoring anbietet. Ich begleite Leute auf ihrem Erfolg, in ihrem Wachstum im Unternehmen. Und ich erzähle den Leuten jetzt, du musst auch viel Geld in dich investieren. Das stinkt ja immer nach Werbung. Das stinkt immer nach Vertrieb, weil man immer so denkt, ja klar, der Autoverkäufer, der mir sagt, dass ich gutes Geld ausgeben muss, um ein Auto zu haben. Aber bitte glaub mir, wenn ich an der Stelle wirklich ganz ehrlich zu dir sage, das ist keine persönliche Einschätzung, sondern das ist eine Erfahrung aus wirklich vielen, vielen Gründungen, aus vielen Startups, auch bei der Höhle der Löwen. Ich meine, da habe ich über 600 Startups Gründer begleitet und man hat einfach gemerkt, die Leute, die gesagt haben, ich bin bereit, in mich zu investieren, ich bin aber auch bereit, an mir zu arbeiten. Und das ist vielleicht der nächste Punkt, der auch so ein Stück weit dazugehört, weil es bringt dir ja nichts, wenn du jetzt von Seminar zu Seminar hoppst. Seien wir mal ganz ehrlich, du warst letzte Woche bei dem auf dem Seminar, nächste Woche bist du bei dem, dann gehst du bei dem in die Masterclass, dann machst du bei dem das. Aber wirklich was tun und was umsetzen, machst du leider gar nicht. Dann bringt es dir auch nichts, Wissen sich anzueignen. Wissen bringt dir nur dann was, wenn du nachher auch den Schritt gehst und das sozusagen transformierst und in dein Auto reinbaust, quasi. Im Idealfall in ein schnelles Auto. Und das ist das Erste, was du berücksichtigen musst. Also mach dir Gedanken dazu, wenn du wie auch immer wachsen willst und überleg dir genau, okay, wie viel bin ich bereit, im nächsten Jahr, im nächsten halben Jahr oder vielleicht auch im nächsten Monat in mich und mein Business zu investieren? Woher kommt das Geld? Also auch hier ist das ein harter BWL-Fakt und nicht irgendwie, okay, lustiges kleines Mindset-Line, sondern darüber nachzudenken, okay, was kannst du denn da tun? Der nächste Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist, wer mehr Erfolg haben will, muss auch lernen, öfter zu scheitern. Ist auch geil, wenn man immer ein Foto von sich selber auf jeder Slide hat. Das wird mir gerade auch selber so ein bisschen bewusst. Was ich so cool daran finde, ist, oder was ich so wichtig finde, es werden Sachen passieren, die du vorher noch nicht weißt. Es werden Sachen passieren, die dir die Beine weghauen werden. Es werden Sachen passieren, mit denen du niemals gerechnet hast. Und die du auch nicht planen kannst. Und es kommt genau in den Situationen darauf an, aber weiterzumachen. Und ich will dir eine kleine eigene Geschichte mal erzählen. Und zwar, wenn ich daran denke, als ich mich selbstständig gemacht habe, gab es zum Beispiel eine bestimmte Situation. Ich war ein halbes Jahr selbstständig, hatte mein erstes kleines Büro und ich kann mich daran erinnern, dass ich einen Anruf bekommen habe. Oder besser gesagt, ich guckte auf mein Handy und ich hatte 30, 40 Anrufe in Abwesenheit. Das ist meistens kein Zeichen dafür, dass irgendwas Tolles passiert ist, sondern meistens Zeichen dafür, entweder hast du einen Stalker oder ist irgendwas Schlimmes passiert. Und was ist passiert? Ich hatte 30 Anrufe in Abwesenheit auf meinem Handy, ich habe auf meinem Handy geguckt und ich sah, dass mich die Polizei angerufen hat und hörte meine Mailbox ab und auf der Mailbox war eine Nachricht, ja hallo Herr Tönnissen, Kriminalpolizei Viersen hier, Ihr Büro ist leider aufgebrochen worden. Können Sie bitte vorbeikommen? Und ich dachte, okay, wer bricht bitte das Büro von einem Startup, von einem Gründer, von einem Starter auf? Gut, bin ich da hingefahren, alles weg, alles geklaut. Da gab es auch noch keine Wortspiel Cloud, sondern es war einfach alles weg. Und ich habe mir in dem Moment die Frage gestellt, wie kann das jetzt sein? Und irgendwann war die Polizei weg und ich stand mehr oder weniger alleine in diesem Büro und wusste gar nicht mehr, was ich machen sollte. Und wirklich mal ganz ehrlich, man sagt immer so leicht dann, ja ey, mach einfach weiter, kein Problem, Digga, jetzt gib mal Gas. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich, wenn solche Situationen im Leben passieren, und das ist egal, ob das beruflich oder privat ist, wenn Situationen passieren, die du vorher so nicht hast kommen sehen und das Situationen sind, die dich emotional total treffen, dann ist es, glaube ich, auch normal, wenn man in dem Moment erstmal nicht ganz genau weiß, was man machen sollte. Und das geht vielen Leuten so. Das geht auch großen, erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern so. Und was ich einfach wichtig finde, ist, sich in dem Moment die Zeit zu nehmen, kurz zu reflektieren und darüber nachzudenken, was passiert hier eigentlich gerade. Und das ist extrem wichtig. Das heißt, wenn du hinfällst, nicht direkt aufzustehen. Wenn du hinfällst, liegen zu bleiben, über die Situation nachzudenken, darüber nachzudenken, was gerade wirklich passiert ist und in dem nächsten Schritt sich eine super mächtige Frage zu stellen. Und die Frage heißt, was kann ich daraus machen? Und ich hoffe, du kannst mir an der Stelle folgen, weil das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Die Leute sind aus meiner Erfahrung erfolgreich,
die sich in den Momenten, in denen sie vor großen Herausforderungen stehen oder große Rückschläge erleiden, fragen, was sie aus dieser Situation tun und machen können und wie sie diese Situation für sich nutzen können. Und ich will dir ein eigenes Beispiel mit auf den Weg geben, was ich hatte. Ich saß als selbstverliebter Mensch zu Hause und habe mich selber gegoogelt, weil ich wissen wollte, welche Fotos und so weiter man über mich im Internet findet. Also ich glaube, ganz so selbstverliebt ist es dann nicht. Und so bin ich dann zu Google gegangen und habe logischerweise Felix Tönnesen eingegeben. Und das hat bestimmt jeder schon mal gemacht. Und ich habe mir dann anzeigen lassen, welche Ergebnisse bei Felix Tönnesen werden mir angezeigt. Ihr kennt das ja. Von der Google Autovervollständigung kannst du dir anzeigen lassen, okay, was gibt jemand ein im Kontext mit Felix Tönnesen. Und ich habe dir die Ergebnisse mal mitgebracht, die die Leute dann mit Felix Tönnesen gegoogelt haben. Es gab Felix Tönnesen Frau oder Felix Tönnesen Freundin, Leute, die sich gefragt haben, vielleicht, ob ich früher meine Frau war, warum auch immer. Es gab Felix Tönnesen GmbH, es gab Felix Tönnesen Kosten. Was kostet der Typ? Kann man sich den leisten? Kann man den bezahlen, ersteigern? Es gab Felix Tönnesen Unternehmen, es gab Felix Tönnesen Instagram, es gab Felix Tönnesen meine Heimatstadt Viersen. Und es gab noch eins. Und zwar gab es Felix Tönnesen Glasauge. Glasauge. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal das gesehen habe und mir selber die Frage gestellt habe, ist das euer Ernst? Sucht jemand nach felixtönnesen.de Glasauge? Wie kann das bitte sein? Also das ist doch total abstrus. Woher kam das? Ich hatte 3 Augenoperationen. Wenn du jetzt mal gleich ein bisschen genauer auf mich achtest, dann wirst du sehen, ich schiele manchmal ein wenig. Früher war das, ich kann ja mal so ein bisschen auffälliger in die Kamera blicken, dann kann man das auch manchmal so ein bisschen selber so steuern. Ja, früher war das noch wesentlich intensiver. Es hat 3 Schiel-OPs gedauert, bis meine Augen wieder einigermaßen funktioniert haben. Und ich habe das mal bei einem großen Vortrag erzählt und danach haben die Leute das gegoogelt. Und ich stelle mir so ein Gespräch vor von so einem Peter, der dann zu einer Dagmar sagt, sorry, ich brauche mal irgendwelche Namen jetzt. Hör mal, Dagmar, der hat irgendwas mit den Augen. Ja, der schält. Ja, der hat bestimmt ein Glasauge. Das, was alle Menschen haben, die schielen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ich war am Anfang natürlich erstmal entrüstet, das hat mich ein bisschen genervt, ganz ehrlich. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, über die ich eben gesprochen habe. Was kann ich daraus machen? Und dann habe ich das Felix Tönnesen Glasaugenspiel entwickelt. Ein Spiel, wo du als kleiner Felix, ich zeig's dir jetzt gleich, verkleidet quasi Glasaugen fangen kannst. Du kannst das Spiel auch gerne noch spielen, du kannst es immer noch machen. Du kannst mal einfach auf felixtönnesen.de/glasauge gehen. Ich glaube, das kann sich jeder merken, felixtönnesen.de/glasauge. Und dort kannst du als kleiner Felix verkleidet, wir können ja einmal das Video starten, verkleidet, Glasaugen fangen, die von oben herabfallen und dann in diesen grünen Karton. Du siehst diesen kleinen Felix, der diese Glasaugen einfängt. Wenn der Felix aber 3-mal die Bombe berührt, ist der kaputt. Der Clou bei der Sache ist, wenn du der Monatsbeste bist, wenn du der Beste in dem jeweiligen Monat bist, dann gewinnst du ein Coaching bei mir. Wenn das mal kein geiler Leadmagnet ist. Das heißt, erstens Gamification, die Leute haben Bock zu zocken. Zweitens, für mich eine Möglichkeit mit dem Thema, dass Leute nach felixtönnesen.de Glasauge suchen, gut umzugehen. Ja? Und noch viele weitere Nutzen. Und das ist das, was ich meine, zu überlegen, was man daraus machen kann. Und mittlerweile ist es so, dass da echt viele Leute zocken. Manchmal zocke ich auch in der Mittagspause. Es ist ein ganz einfaches, simples Spiel, aber wo ich so denke, hey cool, komm, probiere ich mal aus. Ich gucke mal, wer so diesen Monat gewinnt. Gibt da Leute, die zocken da richtig oft, weil sie dann sagen, hey, ich habe Bock, das Coaching bei denen zu gewinnen. Und eine ganz einfache, simple Möglichkeit. Aber das ist das, diesen Drive muss man halt haben. Und das war für mich auch eine Herausforderung, zu sagen, okay, ich gehe da jetzt ein Stück weit anders mit um, als ich das vielleicht geplant habe. Jetzt gibt es ja so Situationen im Leben, und ich lasse mal einen Text für euch ablaufen, die ihr sicher kennt, wo man sich Dinge wünscht. Und ich habe euch mal einen Wunschzettel mitgebracht, den ich als Kind geschrieben habe. Und da war ich ungefähr 9 Jahre alt. Es gab viel mehr Rechtschreibfehler. Aber der hieß, liebe Mama, lieber Papa, lieber Opa, liebe Oma, lieber Onkel, liebe Tante, möglichst viele Leute mit reinziehen. Ne? Dieses Jahr habe ich nur einen Wunsch. Das ist nichts anderes als Fokus. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, der spinnt ja. So ein Fahrrad kostet viel zu viel. Das ist eigentlich schon Einwandbehandlung. Aber halt, ihr könnt ja auch das Fahrrad mir zum Geburtstag und zu Weihnachten zusammenschenken. Lösungsvorschlag.
Über andere Geschenke freue ich mich auch, aber ein Fahrrad wäre mir total am liebsten, weil mein Fahrrad, naja, und das stand auch so da, total scheiße ist. Seien wir mal ganz ehrlich, das ist großartig. Das ist Vertrieb. Manche von euch werden wahrscheinlich mit Gegensätzen kommen, wie von Felix bekommen wir ja auch nicht viel, darum bekommt er auch kein Fahrrad. Großartigste Einwandbehandlung am Ende, Totschlagargument, aber ich bin nun mal ein Kind und ich verdiene kein Geld. Also bitte, bitte ein Fahrrad. Was ich so wichtig finde, ist, diese unbändige, den wir als Kind viel häufiger hatten, dieser unbändige Glaube an dich selbst, an das, was du schaffen kannst. Wenn ich Kids heute frage, was die gerne werden wollen, dann sagen die mir, ich wäre gerne Superman mit Spider-Man-Kraft und Iron-Man-Power. Als Erwachsener würdest du denken, das gibt's alles nicht, geht nicht. Diese Kraft, diese Energie, auch diese kreative Energie, immer wieder nach oben zu holen und sich dessen bewusst zu sein, was eigentlich alles möglich sein kann, finde ich eine immens große Waffe. Den Fehler, den ich finde, den viele Unternehmerinnen und Unternehmer, kommen wir mal zum anderen Thema, machen, ist das, ich habe es mal mit diesem Foto so ein bisschen gezeigt, ist so Hustle, Hustle, Hustle. Das ist ein Selbstständiger. Das, was du hier siehst, ist eine klassisch selbstständige Person. Eine selbstständige Person ist von morgens bis abends nur am Arbeiten. Nur am Arbeiten. Die fängt um 6 Uhr morgens an zu arbeiten und um 24 Uhr abends aufzuarbeiten. Die hat keine Zeit mehr für Privatleben, die hat keine Zeit mehr für andere Sachen, weil sie ist selbst und ständig. Das hat mit Unternehmertum gar nichts zu tun. Das ist kein Unternehmer, keine Unternehmerin. Es geht darum, Prozesse kennenzulernen, zu verstehen, wie ich mein Business skalieren kann, zu überlegen, wo kann ich wie Mitarbeiter einsetzen, Verantwortungen abgeben, um diese nächsten Schritte zu gehen. Um die Entwicklungsstufe, wenn man das jetzt mal so macht mit einem eigenen Unternehmen. Ich bin angestellt, ich bin Gründer, ich bin Selbstständiger und dann bin ich irgendwann Unternehmer. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Und da spielen so Begriffe wie Effektivität und Effizienz eine große Rolle. Dass man versteht, welche Dinge wirklich effizient sind und welche Dinge vielleicht nur effektiv sind. Also ich komme zu meinem Ziel, aber es gäbe eigentlich einen viel kürzeren Weg. Und das ist das, was ich damit so ein bisschen beschreiben will. Das heißt, leg dir ein gutes Time-Tracking an. Nutz Tools, gibt so viele, die kosten 5 Euro im Monat, Timely, keine Ahnung was. Track mal eine gewisse Zeit lang, wofür brauchst du wie viel Zeit? Und kannst du deine Zeit vielleicht selber noch ein bisschen effizienter einsetzen, noch ein bisschen schlauer einsetzen. Es gibt so ein schönes Zitat aus einem Film, der Film heißt Plötzlich Prinzessin. Ich habe mal dieses super schöne Bild von Super Mario. Ich habe Prinzessin bei einer Bilderdatenbank gegoogelt und habe dieses Bild gefunden. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mutig zu sein, mutige Entscheidungen zu treffen, Risiken einzugehen, ist eine der wichtigsten unternehmerischen Tätigkeiten. Aber es bedeutet nicht, weil ich vor etwas nicht Angst habe, dass ich dadurch mutig bin. Es gibt etwas dazwischen. Ich kann nämlich ängstlich sein oder ich kann einfach normal einer Sache gegenüber eingestellt sein. Aber ich muss als Unternehmer, als Unternehmerin mutig sein. Ich muss den Mut haben, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Ich muss den Mut haben, mich von Mitarbeitern zu trennen. Ich muss den Mut haben, Kunden meine Meinung zu sagen. Ich muss den Mut haben, mich gegen Kooperationspartner durchzusetzen. Mut ist eine der wichtigsten Funktionen, die ein Gründer, ein Unternehmer, ein Startup, ein Selbstständiger, whatever, haben muss. Und du musst dich fragen, vielleicht auch, wie du deinen Mutmuskel ein Stück weit trainieren kannst. Wie du dich manchmal selber vor Mutproben stellen kannst, wie du selber überlegen kannst, was du tun kannst, was du machen kannst. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Was ich am Anfang ein bisschen vergessen habe, das drückt dieser junge Mann aus der gelben Wand, die natürlich wunderschön zur orangen Wand passt, ist Erfolge zu feiern. Das habe ich nie gemacht. Ich war am Anfang wie in so einem Hustle-Modus. Okay, erstes Buch fertig, zack. Erstes Investment fertig, zack. Okay, jetzt hier das abgeschlossen. Neue Website, neues Projekt, das und das und das und das. Und du vergisst eigentlich so ein Stück weit, ein bisschen innezuhalten manchmal, um mal zu sagen, geil, was wir gerade geschafft haben. Ich muss zum Beispiel Ende dieses Monats ein Buch abgeben. Wahrscheinlich das umfassendste Buch, was ich je geschrieben habe. Trägt den Titel Der Taschenmentor. Geht darum, Risiken im Leben einzugehen, mutig sich zu verhalten, richtige Entscheidungen zu treffen und so weiter. Ich muss dafür 450.000 Zeichen abliefern. Die schreibe ich selber, die schreibt kein Ghostwriter für mich. Und ich muss es Ende diesen Monats abgeben. Und ich habe mir selber vorgenommen, den Erfolg des Abgebens dieses Manuskriptes auch zu feiern. Und genau das sollte man tun, Erfolge zu feiern. Ein anderer Faktor, der ganz wichtig ist, und ich habe es mal ein bisschen rheinländisch ausgedrückt, ist Krawall zu machen.
mal bereit sein, Dinge zu tun, die auch anders sind. Ich habe fast immer auf meinen Vorträgen hier Hosenträger an. Das ist jetzt ein mini kleines Müh. Aber wenn du gerade auch als Personal Brand irgendwie unterwegs bist, dann musst du auch mal bereit sein, ein bisschen anzuecken. Wir haben eben noch darüber gesprochen, wie viele Leute es auch gibt, die vielleicht auch von dem einen oder anderen nicht gemocht werden. Wie viele Beiträge bei mir mittlerweile auch mal negativ kommentiert werden, kritisch kommentiert werden, etc. Das gehört dazu. Wenn du das nicht hast, wenn du nicht bereit bist, das zu machen, wenn du nicht bereit bist, Krawall zu machen, auch mal laut zu sein, auch mal anders zu denken, dann wirst du sehr, sehr viele Schwierigkeiten haben, wirklich erfolgreich zu sein. Weil wenn du immer nur in deinem stillen Kämmerlein sitzt und so für dich alles am selber am Ausklamüsern bist, dann wird es auch schwierig. Tu mir bitte den Gefallen und gerade auch was Marketing-Sachen angeht, überleg auch mal, was kannst du anderes machen? Was kann ich Kreatives machen? Wenn ich überlege über Aktionen, die wir gemacht haben, die nicht alle erfolgreich waren, wo wir Kunden Rubbellose zugeschickt haben, wo wir Kunden schon fertige Lottoscheine geschickt haben, wo wir irgendwelche Disketten von früher durch die Gegend geschickt haben oder CDs mit Inhalten drauf, die keiner mehr lesen konnte oder weiß ich nicht was. Mal darüber nachzudenken, was können andere Dinge sein? Was kann mal besonders sein? Was kann mal einzigartig sein? Wie kannst du damit auffallen? Es geht nicht nur darum, laut zu sein, des Lautseinwillens, sondern laut zu sein, um unter der Stimme der anderen gehört zu werden. Und da machen sich die wenigsten Leute Gedanken, weil die einfach denken, okay, gut, mir hat irgendeiner gesagt, so mache ich Facebook-Werbung, so mache ich meinen Vertrieb, so mache ich das und jetzt mache ich das. Und dabei verlieren die jegliche Individualität, mal darüber nachzudenken, was irgendwie einzigartig sein kann. Natürlich gibt es viele Stellschrauben. Natürlich gibt es viele Dinge, die entscheiden, ob oder wann du erfolgreich wirst. Und wenn ich so auf meine letzten 15 Jahre so zurückgucke und überlege, die 1000 Gründer oder 2000 oder 3000 Unternehmer, die wir so bei uns hatten oder die bei mir im Mentoring waren oder die wir bei der Höhle der Löwen hatten, dann gibt es so die unterschiedlichsten Stellschrauben. Mal ist es so, dass es an der Person liegt, mal liegt es an der Positionierung, mal liegt es an der Ausrichtung, mal sind es auch nur ganz kleine Sachen, die man festzurren muss. Mal muss man alles festzurren, mal muss man alles auf links drehen. Das Problem ist, du weißt es ja meistens selber gar nicht. Und dafür braucht man einen externen Blick. Und was wir hier ganz häufig machen und was wir jetzt seit, ich glaube, seit über einem Jahr anbieten, ist unser Business Check. Eine kostenlose Analyse deines Businesses, ganz realistisch, keine 8-Stunden-Analyse könnte ich niemals anbieten, wo mein Team und ich uns deine Sachen angucken, uns angucken, was du tust, uns angucken, was du machst. Und dann entscheiden mit dir gemeinsam in einem Telefonat, okay, das könnte man mal ein bisschen anpassen. Da müsste man vielleicht was machen. Das wäre vielleicht ein Weg für dich. Und manchmal ist es so, dass ich dann jemanden am Telefon sage, guck mal, switch doch mal deine Positionierung ein bisschen in die Richtung. Oder warum hast du da nicht bisher Marketing gemacht? Oder ich würde dir empfehlen, da mal eine Weiterbildung zu machen. Und es sind manchmal nur so kleine Stellschrauben. Wenn du also offen bist für ehrliches Feedback, für nett gemeintes, wertschätzendes, aber ehrliches Feedback zu deinem Business, dann geh einfach auf felixtönnissen.de/bc für Business Check, also Business Check oder irgendwie sowas eingeben oder auf der Seite dich rumtreiben, bevor der Link nachher nicht geht, das hatte ich nämlich auch schon mal. Dann kannst du einfach da drauf gehen, kannst mir ein paar Infos zu deinem Business geben, wir gucken uns das an, du kannst direkt einen Termin ausmachen. Das ist keine Verkaufsveranstaltung, sondern ich will dir helfen, wir wollen dir helfen, genau diese Stellen zu finden. Und ich finde es cool, dass du dich mit so Sachen wie jetzt hier, ich meine, du könntest jetzt gerade auch was anderes machen, um diese Uhrzeit, als dir einen Vortrag von dem Typen anzuhören, der mit so einem Theobald von Sein und Haben angefangen hat. Aber es wäre mir eine Ehre, mit dir gemeinsam ein bisschen über dein Business zu reden. Also geh gerne mal auf die Seite felixtönnissen.de/bc und schau dir das an. Mir hat es super Spaß gemacht, mit dir gemeinsam mal so ein bisschen darüber zu reden. Ich will die letzten 1-2 Minuten, die ich noch habe, das ist sehr ungewöhnlich für Felix Tönnissen, dass der noch 1-2 Minuten am Ende über hat, dazu nutzen, dir noch 2-3 persönliche Dinge mit auf den Weg zu geben. Also, wenn ich an meine eigene unternehmerische Tätigkeit denke, habe ich ganz unterschiedliche Phasen gehabt. Ich hatte die Todes-Hustle-Phase, ich hatte die Phase, wo ich das gemacht habe, was alle gemacht haben. Und am Ende habe ich gemerkt, dass ich dann am erfolgreichsten bin, wenn ich so bin, wie ich bin. Wenn ich mir selber vertraue, wenn ich selber mutig bin, wenn ich auch mal bereit bin, einen Schritt aus meiner Komfortzone rauszugehen. Das bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass du direkt sonst wohin laufen musst, sondern diese kleinen Schritte, sich dort auch weiterzuentwickeln.
Und ich wäre froh gewesen, wenn ich noch viel früher mal hingegangen wäre und hätte mir erfolgreiche Leute rausgesucht und hätte gesagt, hey, hast du hier mal einen Tipp? Hast du hier mal einen Ratschlag? Was würdest du hier machen? Weil die haben diese Sachen doch schon gemacht. Wenn ich die Möglichkeit habe, jemanden zu fragen, der Hochleistungsschwimmen macht und ich habe noch nie geschwommen, dann ist das doch für mich großartig, weil der mir direkt so eine Abkürzung zeigen kann, die mich ganz anders und zu ganz anderen Stellen katapultieren wird. Also glaub an dich, sei mutig, vertrau in deine Entscheidungen, sei auch manchmal ein bisschen lustig. Ich glaube, dann ist Unternehmertum das geilste Ding der Welt und es gibt nichts Schöneres, was man machen kann. Ich sage vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, hat super Spaß gemacht, just in time und danke, dass du dabei warst. Felix, ich sage an der Stelle vielen Dank für deinen Vortrag. Den letzten Satz von dir kann ich so ganz genau nur unterschreiben. Unternehmertum machte super viel Spaß und vielen Dank, dass du hier ja so viele coole Tipps mitgebracht hast und ja halt auch nochmal so ein paar andere Denkrichtungen reingebracht hast, denn es ist einfach sehr, sehr wichtig. Sehr gerne. Danke dir. Bis bald. Bis bald, spätestens bis nächstes Jahr.